Jetzt ist Nat Haminda auf der Reise mit Hayley Lowe's Pressman CH. Hat sie bereits die ersten beiden Hindernisse hier überwunden. Das schwarze Reiter ist kein Problem für die beiden. Jetzt geht's im flüssigen Galopp zu der Blumenbank außen in der Ecke. Ah, kein Problem. Und jetzt einmal an der langen Seite an den Zuschauern vorbei zur Palisade hier auf den Richterturm zu. Und jetzt geht's zum Donau-Eschinger Wall. Rauf auf den Wall, dann ein Galoppsprung und dann der Absprung. Die Hindernisse 6 und 7. Danach direkt ein ganz schmaler Sprung, direkt auf gebogener Linie, aber auch das ist gar kein Problem für die beiden. Ah, der 9. Sprung, der Holzbeuter, auch kein Problem. Im frischen Galopp geht es jetzt weiter zu Hindernis 10, die Hecke. Und die beiden Hecken, kein Problem für die beiden. Ganz souverän unterwegs bisher. Und jetzt der Sprung direkt vor Ihnen, meine Damen und Herren, der mächtige Tisch Nummer 12. Da muss ich die Pferde einmal richtig lang machen müssen, aber kein Problem für die beiden. Jetzt geht's auf die gegenüberliegende Seite zum Wassereinsprung und Wasserausprung. Nein, kein Problem. Und auch raus aus dem Wasser. Die beiden sind noch mit weißer Weste unterwegs hier in der ersten Phase über die Naturhindernisse. Der kleine Tisch, kein Problem für die beiden. Jetzt sind es nur noch zwei Hindernisse in der ersten Phase. Jetzt geht es einmal quer rüber, über den Donau-Eschinger Wall. Der mächtige Baumstamm über dem Graben, der Absprung, kein Problem. Jetzt nur noch die schmale Hecke Nummer 17. Jawohl, das war die erste Phase und jetzt läuft die Uhr für die zweite Phase gegen die Uhr. Und auch in der zweiten Phase sind die beiden noch ohne jeglichen Makel unterwegs. Wir haben es ja eben gehört, nicht nur diese bunten Hindernisse, wo es gerade drüber ging, sondern auch die Naturhindernisse sind mit abgreifbaren Elementen versehen. Das heißt, wir könnten auch in der zweiten Phase an den Naturhindernissen Abwürfe passieren. Und das war das letzte Hindernis in der zweiten Phase.